Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Schattenlandbox von Unheilig. Alle weiteren Informationen zu diesem Release, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Release und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Schattenland von Unheilig, das Ganze am 11. Dezember erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rock. Jawohl, es ist eine Compilation, eine Box mit mehreren EPs. Genau, hier lesen wir es schon auf dem Sticker. Limited Deluxe Box inklusive 5 EPs, eine DVD, Schal, Postkarten und Poster. Gut, das hier zur Info zu dieser Box. FSK 0, also der bezieht sich hier auf die DVD. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns dann anschauen. So, einmal hier hinten einschneiden. Und dann schauen wir mal, wie die Box so aussieht ohne Folie. Der Sticker, der verabschiedet sich hiermit. Die Box ist übrigens auf 4000 Stück limitiert. Wir haben hier eine schwarze Box. Auf der Oberseite lesen wir hier Unheilig in grauer Schrift. Darunter Schattenland. Und dann haben wir hier einen Engel in schwarz und rot. Hier unten die beteiligten Labels, Logos und Barcode. Dann hier nochmal das Logo hier mit diesem schwarz-roten Engel. Oben auch nochmal. Und auf der linken Seite lesen wir Unheilig Schattenland. Auf der Rückseite haben wir die Infos, was sich hier drin befindet. 5 CDs, also 5 EPs. Die Maschine-EP, die Schutzengel-EP, die Freiheit-EP, die Astronaut-EP und Spiegelbild-EP. Dann eine DVD, die beinhaltet Feuertanz-Festival Live, Amphi-Festival Live, D-Max-Dokumentation Unheilig, ein Leben für die Musik. Dann haben wir noch ein Halstuch, Poster und Postkarten. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Das Ganze ist eine Klappbox, lässt sich hier seitlich aufmachen. Und hier kommen uns auch schon als erstes die Musik entgegen. Und zwar die EPs, die kommen hier nochmal in so einer eigenen Box. Dann haben wir die DVD, Schattenland. Dann die Postkarten, 5 Stück an der Zahl. Das Poster und das Halstuch. Von innen die Box in weiß. Packen wir mal zur Seite. Und dann schauen wir mal die drei Inhalte hier an. Die kommen noch in Folie. Also erstmal hier das Halstuch. So, Halstuch. Dann haben wir die EPs. Die Frage, ja, oh ja, ich denke, hier bietet sich ganz gut an. So, die Musik. Sind auch irgendwie alle sehr widerstandsfähig hier, diese Folien. Also es sind nicht so ganz reguläre dünne Folien, sondern die sind alle etwas stärker und dicker. Aber ich glaube, das wird jetzt eher eine dünnere sein, so eine ganz... Ja, so eine ganz einfache. So, die geht auch leicht auf. Gut, jetzt haben wir alles ausgepackt und dann starten wir wie immer mit der Musik an sich. Die kommt hier in so einem kleinen Karton, in so einer Box. Auch hier wieder der Engel zu sehen. Dann hier beschriftet. Hier unten der Barcode. Und so haben wir dann auch noch die Tracklist hier auf der Rückseite. Wie gesagt, 5 einzelne EPs mit unterschiedlichen Anzahl an Tracks. Also 5, 7, 8, 8, 7 sind, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, insgesamt 35 Tracks. Das ist auf jeden Fall eine Menge. 5 EPs, na, es müssten... Ja, oh ja, okay, weil hier nur 5 sind. Ich dachte jetzt gerade... Ja, also es sind genau 35 Tracks. Alles richtig.
So, was haben wir hier? Hier ist das Ganze auch nochmal beschriftet, also jede EP an sich in weiß oder beziehungsweise in grau und rot. Und dann schauen wir mal, ob wir die hier rausbekommen. Jawohl. So. Und los geht's hier mit der ersten EP. Also, es geht hier los mit Spiegelbild aus dem Jahr 2008. Wir haben hier 7 Tracks mit dabei, dann die gesamten Credits hier direkt auf der Rückseite drauf. Und von innen haben wir dann sogar die Songtexte, also schön gemacht. Hier die einzelnen Tracks noch abgetippt. Das hier ist zugeklebt und hier dann auf der rechten Seite dieses Digipacks haben wir dann die CD. Die schauen wir uns an. Sieht so aus. Unheilig, Spiegelbild. Ja, also alle 5 dieser EPs kommen hier in solchen Digipacks zum Aufbewahren. Sehr praktisch. Dann haben wir als nächstes die Astronaut EP aus dem Jahr 2006. Auch hier wieder natürlich Tracklist und Credits auf der Rückseite. Und im Innenleben auch hier wieder die Songtexte. So, das ist die CD. Astronaut, also alle hier in diesem Stil mit der roten Fläche hier innen und dann den silbernen Schriftzügen, Unheilig und eben der Track, der EP-Titel. So hat man das scheinbar bei allen 5 hier durchgezogen. So, dann kommen wir zur nächsten EP. Das ist die Freiheit EP aus dem Jahr 2004. Jawohl. Hier haben wir 8 Tracks wieder mit dabei. Und im Innenleben die Songtexte. Hier sogar auch ein Bild des Grafen. Und auch das unheilige Logo hier unten im Eck. Die CD sieht so aus. Packen auch wieder rein. So, dann kommen wir zur vorletzten EP, Schutzengel aus dem Jahr 2003. Hier haben wir 7 Tracks. Hier wieder die Lyrics und ein Foto oder eine Abbildung des Grafen. Die CD. Und die letzte, die 5. EP ist dann diese hier, Maschine aus dem Jahr 2003. So, und auch hier wahrscheinlich, genau, auch hier Lyrics. Ich wollte gerade sagen, es gab ja auch in der damaligen Zeit diverse Tracks hier, wo noch auf Englisch gesungen wurde, das ist hier zum Beispiel der Fall. Also englischer Text. Gibt es ja diverse Tracks aus der alten Zeit damals. Und später dann ja ausschließlich Deutsch. So, also das war's mit den 5 EPs. Die kommen wie gesagt hier in 5 einzelnen Hüllen. Und die kann man dann hier gesammelt wieder in die Box packen. Schauen wir gleich mal, ob sich das wieder gut ausgeht. Ja. So. Na, eine will nicht zurecht, aber jetzt. Genau, jetzt sind alle 5 wieder beisammen. Als nächsten Inhalt haben wir eine DVD mit dabei. Das ist die hier, Schattenland, FSK 0. Dann haben wir so einen alten Filmprojektor abgebildet, auf der Seite beschriftet. Und hier lesen wir eben, was sich hier drauf befindet. Also 2 Live-Auftritte bei 2 unterschiedlichen Festivals. Und eine Dokumentation, Unheilig, ein Leben für die Musik. So, also hier haben wir nochmal einen kleinen Einleger. Der sieht so aus. Ah, okay, hier haben wir sogar noch die Tracklist der beiden Festivals. Die Live-Auftritte hier im Detail. Das ist dann die DVD. So sieht es aus. Als nächsten Inhalt haben wir dann
das Halstuch, das ist hier komplett mit dem Logo von Unheilig gebrandet. Und auf der Unterseite, Moment, wir machen das mal kurz auf, sowohl hier als auch auf der anderen Seite, also auch hier, genau, hier sehen wir es, hat man dann auch noch den Unheilig-Schriftzug. Ansonsten hier wirklich komplett die gesamte Fläche mit dem Logo. Und wir haben es ist echt ein sehr langes Halstuch, hier zu tun mit, hier lesen wir es, 100% Polyester und Universal Music Berlin. Okay, Grüße gehen raus. Wo das Ganze jetzt wirklich hergestellt wurde, kann ich hier leider nicht entnehmen. Also sonst ist hier kein Zettel oder irgendwas drauf. Aber ihr seht auf jeden Fall, das ist recht lang, das Halstuch. Als nächstes haben wir ein paar Fäden hier wegzuwischen. So, als nächstes haben wir ein Poster. Wie sieht das aus? Ja, wie zu erwarten hier das Albumcover nochmal. Poster im Hochformat, unten wieder Unheilig und Schattenland beschriftet. Das Poster ist einseitig bedruckt, Größe A3. Und dann haben wir noch die Fotokarten, die Postkarten. So, einmal hier der Graf. Sieht nach Live-Konzert aus. Mächtiges Bühnenbild auf jeden Fall. Dann einmal hier im Zuschauerraum. Dann hier beim Lesen. Ein Schwarz-Weiß-Foto. Und eines auf dem roten Stuhl mit Telefon in der Hand. Ja, also 5 Postkarten. Genau, die Rückseite ist auch entsprechend hier in diesem Layout. Oben rechts kommt die Briefmarke, die Postfreimachung hin. Und hier lesen wir dann auch noch Grüße aus dem Schattenland. So sind alle 5 gestaltet. Gut. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigten Postkarten, diese Fotokarten hier, 5 Stück. Dann das Poster, einseitig bedruckt im Hochformat, Größe A3. Die DVD, Schattenland mit den 2 Festivalauftritten und der Dokumentation. Das Halstuch hier im Unheilig-Stil, also mit den Logos. Und natürlich die 5 EPs, Maschine, Schutzengel, Freiheit, Astronaut und Spiegelbild hier in dieser Box. Jawohl, das alles. Das alles in dieser wunderbaren Box Schattenland von Unheilig. Wie gesagt, auf 4000 Stück limitiert. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dieser Box bzw. den Releases, den EPs? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Unheilig unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.